Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sparklight. Ja, so wie es mir scheint, nähern wir uns langsam dem Finale. Und wir werden mal kurz mit Harmony sprechen. Toll gemacht, du hast ein paar Beats gefunden. Wir haben unseren Song geübt, möchtest du ihn hören? Hurra, okay, los geht's, Tempo! Wir sind besser geworden, nicht wahr? Hier, nimm das jetzt Dank für das, dass du noch mehr Beats für meinen Refrain gefunden hast. Was? Was? Erhöht maximal gespeicherte Energie stark. Was? Komm wieder, nachdem du noch mehr Beats gefunden hast. Was? Ich mühe mich hier ab. Und such die ganze Zeit den Rotz und fusioniere wie ein Verrückter. Und die schenkt einfach. Oh, jetzt bin ich aber wirklich ein bisschen sehr baff. Oh. Oh, das ist ja. Kann das Ding ja raus? Dann nehmen wir das mit rein. Das auch. Das hier. Hier ist ja noch ein Doppelter. Kann man das jetzt nochmal fusionieren? Nee. Das wäre auch, glaube ich, ein bisschen. Aber was schmeißen wir denn da jetzt raus? Den brauchen wir nicht. Da hält die Gegend ein bisschen mehr, okay. Aber ich brauche jetzt Platz für drei. Drei brauche ich noch. Ofen kann raus. Und Gewölbe, Drangulator. Wir suchen ja eh die komplette Map ab. Viertelherz kann eigentlich auch raus. Sieht einfach nicht schön aus. Einfach nur für die Ästhetik. So, ich hätte es aber gerne ein bisschen hübsch. So, du kommst mal wieder rein. Machen wir das dann so. So. Hier ist auch noch so ein Bronze-Ding. Aber wir können ja fusionieren, genau. Und da haben wir hier noch ein silbernes drin. 799 haben wir noch. Und dann kaufen wir uns den Magneten. Haben wir eine schöne Anzeige. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Hier gibt es wieder nichts. So. Ich würde sagen, sehen wir uns gleich vor dem großen Tor. So, da sind wir. Dann wollen wir mal das große Tor öffnen. Aber eins als Anmerkung, ich habe das Gefühl, dass mit diesen grünen Beats es irgendwie nicht ganz richtig. 0 von 0 und die werden mir immer noch angezeigt. Und ich weiß ganz genau, dass wir bevor wir zum Titan gerannt sind, 3 von 4 hatten. Jetzt sind es aber 0 von 0. Wer weiß. Oh, schön. Eine Eisregion. Und ich höre das schon wieder ein Beat. Geh weg. Wo ist er? Oh, die Titelmelodie als Remix. Sehr gut. Gefällt mir. Dann muss er hier sein. Was war das? Könnt ihr jetzt nicht sehen, was da gerade passiert ist? Nee, hier ist nichts. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Den Weißen im Schnee suchen, das ist ja auch geil.
Oder ist der hier? Ach, hier ist er irgendwo. Okay. Ach, hier oben. Gefunden. Ah, ob das unser letzter Kampf sein wird? Okay. Ich glaube, ich brauche einen weiteren Angriffspatch. Ich fühle mich so schwach. Oh Gott. Die halten aber ordentlich aus. Okay. Hops, hops, hops. Nee, so nicht. Komm ich da rüber? Hilf mir, Beat! Wie komme ich da rüber? Erstmal helfe ich dir. Das war jetzt doof. Ich muss weiter oben abspringen. Gibt für jeden Weg eine Lösung. Oh, Mädel! Ey! Du sollst doch nur die Truhe öffnen! Ah, noch ein Zähigkeitspatch. Ich finde, wir haben genug. Oh, was war denn das? Hilfe. Okay, die machen nicht so viel Schaden, aber die machen dennoch Schaden. Oh Gott, oh Gott, das kann ja was werden. Nee, ne? Geh zurück in den Ofen, ey. Oh, verdammt. Naja, dafür haben wir sie ja eingesammelt, wa? So. Mal das erledigt. Flügelmutter muss einsammeln. Was? Cliff Diver, okay. Jetzt kriegst du hier schon eine Errungenschaft, nur weil ich von der Klippe gesprungen bin. So. Machen wir nicht. Ist aber groß, die Region. Die ist mega groß. Oh, das kommt mir nur so vor durch diese ganzen Auf und Ab. Oh, ey, dieser Typ. Ich hab's probiert. Also er geht. Er ist nicht so schlimm wie dieser Eisklotz, wie dieser Sandklotz. Aber trotzdem ist er noch schlimm. Boah. Also wie gesagt, wir müssen unbedingt nochmal so ein Patch finden. So, hier machen wir wieder sauber. Denn dafür gibt es auch eine Errungenschaft. Ja. So, gut. Haben wir das eingesammelt? Hier waren wir doch schon. Nee, hier waren wir noch nicht, aber es sieht alles so gleich aus. Find doch kein Beat mehr. Ah, oh, verdammt. Ah.
Ich bin schon wieder so noobig. Hier könnte einer sein. Nee. Zu früh gefreut. Könnt ihr nach unten gehen? Das sind auch nur Gegner. Oh Gott. Ernsthaft, ernsthaft, ernsthaft? Huhu, wir haben es geschafft. Irgendwie bin ich hier auf der Insel gerade so hart konzentriert, dass ich sehr wenig rede. Huch. Ah, hier waren wir schon. Dann gehen wir noch mal zweimal nach unten. Einmal nach links und wieder hoch. Boah, wenn die mich mal lassen würden. So. Hier gehen wir nach oben. Ich habe den Ofen gefunden. Ich gehe gleich mal in den Ofen. Hä? Ja, ne. Hilfe. Ach, die Öfen sind ja wieder leicht. Okay. Das sind ja wirklich wieder einfache Öfen. Na, dann werden wir wahrscheinlich nichts Besonderes jetzt kriegen. Oh, das sind ja Vierer heute. So. Schwabbelfettchen. Lass gut sein heute, ha? Huh? Lass einfach gut sein. Alter, was ist das für ein Ofen? Aua. Also wenn ich hier nichts Besonderes kriege. Ja, ihr könnt doch zusammenarbeiten. Ja, genau. Das habt ihr nun davon. Und was gibt's jetzt hier? Ein bronzener Anhänger. Oh, ist das deprimierend, ey. Das ist so deprimierend. Na gut. Ich brauch doch gar nicht mehr gegen die kämpfen hier. Nein. Brauche ich nicht, will ich nicht. Oh, jetzt sind sie wieder alle da. Oh nein. Dann gehen wir einfach mal nach links. Hau ab. Knackig kalte Gegend hier. Also das ist echt... Puh. Klar, hier ist der Titan. Ist richtig, hä? Da ist er. 3 von 5. Nee, da suchen wir erst die Beats. Und dann gehen wir zum Titan. Der ist mir bestimmt eh noch zu stark. Ah, falsche Taste. Ey, ist Wahnsinn, was die aushalten. Nee, hier müssen wir jetzt keinen Müll saugen. Hier jetzt auch nicht. Genau, jetzt können wir hochgehen. Und nach links. Weil wir müssen ja noch unsere letzte Gerätschaft finden. Genau die. Das war Zufall. Das war mehr wie Zufall. Schauen wir mal, was es hier gibt.
Der Funkenpulsierer. Diese verrückte Vorrichtung besteht aus einer Funkenlicht-Dehnvorrichtung, die an einen Funkenlichtkondensator angeschlossen ist. Eine wirklich ungewöhnliche Zusammensetzung. Umso mehr Energie in diesem Gerät eingespeist wird, desto stärker wird sie. Was? Okay. Kann man machen? Was bist du? So funktionierst du. Ich verstehe. Mensch. Ey, Junge. Alter. Jetzt geht's los. Ich komme jetzt gleich rüber geschwommen. Ach, kann ich gar nicht. Ist gar kein Wasser. Das ist peinlich. Das werde ich alles rausschneiden. Ist das beabsichtigt so? Ach ja, klar. Den treffe ich sofort. Okay. Okay. Hätten wir den gefunden. Erstmal rüber. Dann nach unten. Und dann glaube ich wieder rüber, war ja. Ich wusste es, wir finden ihn. So, mit denen werde ich jetzt zurückgehen. Also ich werde sozusagen den Lauf beenden. Ich muss tauchen, na toll. So. Jawohl. Bronzener Verteidigungspatch. So. Haben wir das alles erkundet? Diesen Lauf werden wir jetzt aber beenden. Wie gesagt. Und hoffen, dass sie uns jetzt ein schönes Liedchen vortrellert, aber ich muss noch mal gucken, was das jetzt war. Kniff Recycling Patch gewährt die Chance, Kniffe bei der Anwendung zu recyceln, wodurch du keine Aufladung verlierst. Ach, keine Ahnung. Nehmen wir einfach mit. Zeigen Sie mir wieder 01 und 04 an. Ach, Sie arbeiten noch im Song. Oh, okay. So, ein weiterer weißer Beat befindet sich auf so einer Kartenebene. Et voilà. Einsam und verlassen schreit auch hier ein kleiner weißer Beat. Damit haben wir Nummer 2. In diesem Lauf. Also jetzt verstehe ich das mit den Beats. So wie die Karte halt generiert wird, so erscheinen auch die Beats. Und auch hier befindet sich ein kleiner weißer Beat. Und mit dem im Schlepptau suchen wir jetzt den letzten. Und holen uns vielleicht noch die Truhe. Ups. Wow. Wow. Hier kommt wirklich alles auf einmal. Ich habe nämlich das Medaillon dabei. Puh, was für eine Erleichterung. Poco war weg. Oh, was? Du hast was? Yeah, bitteschön. Titangebirge.
Nett. Okay, also da, wo sie sich aufhalten, da kriegt man die Karte her. So, haben wir auch diesen kleinen Racker. Jetzt gucken wir nochmal hier in die Höhle. Funkenlichter. Boah. Was ist das denn? Sammlerreflektor? Ach, Slammerreflektor. Erhöht den Sprengradius von aufgeladenen Angriffen. Mitnehmen. So, jetzt gucken wir doch mal. Es fehlt immer noch einer, wa? Es fehlt immer noch einer. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben ihn endlich gefunden. Einsam und verlassen. Dafür gibt es die Errungenschaft. Wir haben alle Beats. Oder Magnus. Ich glaube, auf Englisch sollte es Magnus heißen. Dann lassen wir uns doch mal von diesen hübschen, kleinen, süßen Beats beriesen. Toll gemacht, du hast ein paar Beats gefunden. Wir haben unseren Song geübt. Möchtest du ihn hören? Okay, los geht's. Danke, danke! Das war ein wahres Meisterwerk, wenn ich das so sagen darf. Ein Magnum Opus. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft, Ada. Du hast den ganzen Chor gefüllt. Bitte, nimm das. Ja. Wir werden deine Hilfe niemals vergessen. Du hast die Beats gerettet und uns dabei geholfen, die Aufführung unseres Lebens gegeben. Komm zurück, wann immer du eine Zugabe möchtest. Ja. Wir haben den goldenen Schraubenschlüssel. Ist das toll. Ist das toll. So, jetzt einmal komplett. Halt. Jetzt einmal komplett umdisponieren. Oh, fertig. Ich finde, damit können wir was anfangen. So, unsere letzte Kniffe. So, Errungenschaft freigeschaltet, Master Inventor. Diese verrückte Rohrrichtung kennen wir ja schon. 248, uff, du hast mich dazu gebracht, beim Zählen durcheinander zu kommen. Ja, komm, rede nicht so viel. Super, dann werden wir uns in der nächsten Folge um den Titan kümmern. Ich fühle mich sehr gut mit diesem Patchbrett. Also kann man ja nichts falsch machen. Das ist ja, sieht ja herrlich aus. Okay, meine Freunde, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn euch die Folge gefallen hat. Und würde mich auch freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge sehen. Ah, ich muss mir wieder ein Outro einfallen lassen. Immer das Gleiche. Nein. Ich wünsche euch was, macht's gut und bis dahin. Bye bye.